Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist eine sehr spontane Sache jetzt hier Tatsache geworden, weil ich heute so einen Tag habe, wo ich am liebsten mich sofort wieder ins Bett verkrümeln wollen würde, wo ich am liebsten so ein bisschen untertauchen würde. Und in meinem Frust heute Morgen oder heute Vormittag habe ich dann eine Instagram-Umfrage gemacht und einfach mal gefragt, was ihr so schaut. Und es gab sehr, sehr viele, die geschrieben haben, Deep Talks, rumquatschen, einfach so ein bisschen zusammen mit euch reden. Und ich habe dann gesagt, nee, das ist nicht meins, mir fällt das so schwer. Aber ich dachte mir, okay, komm, Maxim. Es gibt so viele Dinge, über die du reden kannst und es wird wahrscheinlich, ich will immer gar nicht, dass das so emotional wird alles, ne? Aber wir fangen gleich an. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Mir geht's auch nicht schlecht, aber es gibt im Moment so ganz, ganz viele Punkte, die ich gerne mit euch besprechen will oder generell mit jemandem besprechen will, außer Danny. Denn mit Danny bespreche ich die Themen vorab schon immer und der hilft mir da immer ganz gut, einfach so einen anderen Blick nochmal auf die Dinge zu kriegen. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass ich nicht so viele Freundschaften habe. Ich habe meine beste Freundin und das war's. Als Person, mit denen ich wirklich eng Kontakt habe. Weil es natürlich, darf man nicht vergessen, durch den Job, den ich mache, ist es natürlich alles so ein bisschen, ja, es ist nicht ganz so einfach, neue Leute kennenzulernen, es ist einfach, Leute aus der Branche kennenzulernen, aber inwieweit ist man mit denen dann befreundet oder ist das nur so eine Zweckfreundschaft oder mag man sich und man genießt die Zeit miteinander und man trifft sich auch oft, aber das ist natürlich nochmal was anderes als eine Freundin aus der Schule. Und da ich das alles so in dem Maße nicht mehr habe, hier ist irgendwie geworden. Und es war ja damals, als ich angefangen habe mit YouTube und mit Content Creation, da habe ich bei meinem Onkel gewohnt, war ganz alleine, hatte nichts, ich hatte kein Geld, ich hatte keine Wohnung, ich hatte einfach nur mein Telefon und eine Schreibtischlampe. Und jetzt ist im Moment so ein bisschen das Problem für mich, dass ich, also man muss dazu sagen, mir geht es jedes Jahr, sobald das Sonnenlicht weg ist, geht es mir nicht mehr so gut. Und ich habe schon vieles gemacht, was auch die Jahre viel, viel besser geworden ist, mit einer Tageslichtlampe und rausgehen und Gartenarbeit, Sport tut mir sehr, sehr gut. Aber im Moment sind das so viele Dinge auf einmal und eine Sache, die ich gerne mit euch besprechen oder die ich generell einfach mal, na, ich nutze es jetzt, glaube ich, hier wie so ein Tagebuch vielleicht. Ihr habt ja mitbekommen, dass im Moment so ein bisschen schwierig ist für mich und das macht mich selbst so ein bisschen wütend auf mich selber, weil ich mache das hier schon sehr, sehr lange und ich hatte noch nie einen Shitstorm oder eine Situation, wo ich mich im Internet nicht so wohl gefühlt habe. Klar, es gibt immer mal einen doofen Kommentar. Gar kein Thema, ne? So, das kennen wir alle. Aber so, was die letzten 3 Wochen, 4 Wochen los war, das hat mich schon echt mitgenommen. Das macht mich so, ja, wütend ist vielleicht das falsche Wort, aber es beschäftigt mich, weil ich damit eigentlich gar nicht so gerechnet habe. Okay, ich muss anders anfangen. Mein Job ist ja nicht nur YouTube, mein Job ist nicht nur TikTok, mein Job ist nicht nur Instagram-Content so machen, sondern es gibt auch oft Brands, die auf einen zukommen und sagen, hey, wir finden dich toll, wir würden gerne, dass du für uns ein Video produzierst und wir bewerben dieses Video. Wir nutzen dein Video, um damit Werbung zu machen. Und das passiert durch oder seit TikTok recht häufig und das macht mir auch total viel Spaß und das mache ich auch total gerne. Ich liebe das. So auch die letzten Wochen und 2 dieser Videos, wo es um Pflege ging, also es ging nicht um Make-up, sondern 2 Videos rund ums Thema Pflege, haben halt jeweils 6,5 Millionen Aufrufe bekommen. Und ja, ich freue mich, dass das Video so gut performt hat. Auf der anderen Seite könnt ihr euch vorstellen, wenn 6,5 Millionen oder sagen wir 13 Millionen Leute mich sehen und mich vorher nie kannten, nicht wissen, wer ich bin, was ich mache, warum ich das mache, was ich tue, dass sie dann so ein bisschen, ich will sie nicht in Schutz nehmen, aber sie sind vielleicht ein bisschen überfordert mit dem,
was sie sehen. Auf TikTok ist es nochmal was ganz anderes und das ist für mich ja auch eine recht neue Plattform, dass sehr schnell kommentiert wird und das Video dann weiter geswiped wird und dann ist es vorbei. Und so auch unter diesen Videos und ich weiß nicht, was, da muss irgendwo muss ein Fehler passiert sein. Du kannst ja, glaube ich, so Zielgruppen definieren, wem wird dieses Video angezeigt. Und ich habe das Gefühl, dass es da irgendwie zu einem kleinen Fehler kam und dieses Video ausschließlich Leuten angezeigt wurde, die so ein bisschen konservativ sind. Mittlerweile ist es, also das sind klar auch ganz schlimme Kommentare dabei, aber vor allen Dingen auch so unterschwellig schlimme Kommentare, die, wenn jemand kommentiert, bist du schwul, denke ich mir so, ja, okay, so, erzähl mir was Neues, das ist keine Beleidigung, wenn es für dich eine Beleidigung ist, okay, dein Ding, dein Problem, für mich ist es keine Beleidigung mehr, aber wenn es dann so persönlich wird und meine Mutter, mein Vater, der nie ein Thema im Internet war, damit reingezogen werden, beleidigt werden und bedroht werden und so wie Schmutz behandelt werden, dann geht mir das schon sehr nah. Und ich verstehe gar nicht, warum ich das so im Moment so trifft, weil es gab ja schon oft so Situationen, dass so ein Video vielleicht ein bisschen mehr Aufrufe und Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber dieses Mal nimmt mich das schon sehr mit. Und dann passiert halt ganz viel im Kopf. Das ist ja nicht nur, dass ich denke so, vielleicht haben sie recht, um Gottes Willen, mein Gott, was... Das ist gar nicht das Problem, sondern alles, was darum passiert. Weil ich bin ja, ich glaube, da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, ich bin ja sehr ängstlich geworden mit Social Media. Viele gehen da total drin auf und sind sich sehr ihrer Rolle bewusst und nutzen diese Rolle mit sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Und bei mir hat das genau das Gegenteil gemacht. Ich war immer ein sehr mutiger, ein sehr unternehmungslustiger Mensch. Und je länger ich das gemacht habe und je mehr Leute das den Content gesehen haben, umso weniger habe ich das halt gemacht, weil ich halt auch ein paar nicht so schöne Erfahrungen gemacht habe im Zusammentreffen mit Leuten und ich mich halt immer mehr zurückgezogen habe, so was, wenn ich rausgehe. Beispielsweise, manchmal gibt es so Situationen, da verkleide ich mich und bitte, versteht es bitte nicht falsch, ich bin nicht Beyoncé, das weiß ich auch und ich kann mir kaum vorstellen, wie es ist, wenn jemand berühmt ist. Ich bin ja nicht berühmt, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie das für die Person ist. Und manchmal verkleide ich mich dann halt so ein bisschen. Ne? Hab da eine Mütze auf oder eine Brille, wenn ich wirklich gar nicht will, dass man mich erkennt. Und wenn du mich erkennen willst, dann erkennt man mich auch. Aber so der erste Blick ist halt immer das. Oder die meisten Leute achten ja nicht, gehen ja nicht durch die Straße und denken, wo ist Maxi? Na, klar. Aber so dieses, ah Mensch, zufällig. Wenn man dann bedenkt, dass 13 Millionen Leute mich gesehen haben. Und 13 Millionen Leute, das ist natürlich nicht Sinn, ne? Aber wenn es nur 10% davon sind, mich hassen oder mir was Schlechtes wünschen, die meisten Leute würden niemals was auf der Straße machen. Aber wenn von so einer großen Anzahl an Leuten dir so viel Wut entgegenkommt, macht mein Kopf daraus, oh Gott, das ist ja alles total gefährlich für mich. Und das ist so wie so ein Teufelskreis, wisst ihr, wie ich meine? Ich bin ja eh schon wenig unterwegs. Und wenn das dann so ist, dann ist es ja noch schlimmer im Moment. Und das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Und es gibt so viele wichtigere Probleme. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich da so offen mit euch drüber rede. Weil ich, ne, mit wem soll ich da sonst offen drüber reden? Außer mit Danny oder vielleicht meiner Mutter. Und ich glaube, dass es für euch auch mal ganz spannend sein könnte. Ja, und das hat mich jetzt gestern schon, weil das dann, also alles, was auf einer Plattform ist, das kann ich auf dieser einen Plattform lassen. Aber sobald es halt auf eine andere Plattform auch noch rüberschwappt, wird es dann ist es schwierig zu ignorieren. Weil gerade ist es so, ich kann zum Beispiel meine TikTok-App gar nicht öffnen. Für mich, ich liebe TikTok, ne? Ich liebe es, da durchzuscrollen, könnte ich den ganzen Tag machen. Aber es geht halt im Moment nicht, weil alle 20 Sekunden ploppt dann in dieser App so ein Kommentar auf, der mich beleidigt. Und du kannst dann nicht diesen Kommentar, also du siehst es ja trotzdem unterbewusst und da macht das dann auch einfach keinen Spaß. Und das hat mich so die letzten 2 Tage echt beschäftigt. Ich habe auch schon der Firma geschrieben, ob wir da irgendwas machen können, ob man die Kommentare vielleicht deaktivieren kann oder ich weiß es nicht, weil jetzt ist glaube ich auch egal, es hätten wir vielleicht früher machen sollen. Aber einfach, dass es jetzt mal ändert, weil es hört halt nicht auf. Ich
habe das jetzt 4 Wochen, glaube ich, mitgemacht. Und es wird halt nicht weniger, sondern es wird halt potenziell jeden Tag mehr. Und mittlerweile auch nicht nur deutschlandweit, sondern ich weiß nicht, wie das möglich ist. Auch in Fremdsprachen. Also das heißt, es müssen ja auch Leute im Ausland dieses Video sehen. Und das ist schon... Ich weiß nicht, warum mich das so mitnimmt. Ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Und das ist ja auch kein Shitstorm. Ich würde es verstehen, wenn ich einen Fehler gemacht hätte oder wenn ich etwas falsch gemacht hätte oder etwas gemacht hätte, was man irgendwie kritisieren kann. Aber dass ich mich eincreme, es geht für mich in meinen rosaroten Kopf nicht rein. Tatsache mal ganz gut, das so ein bisschen von der Seele zu reden. Danke, dass ihr zugehört habt. Dieses Zusammenspiel aus allen, ne? Super viel zu tun im Privatleben. Wir heiraten, ich habe eine Firma, wir müssen das Haus irgendwie bei Laune halten. Wir müssen viel arbeiten und wir arbeiten wirklich sehr, 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 sehr viel. Ich habe mich neulich auch dabei erwischt, wie ich dann abends, ich habe ja so eine Routine mittlerweile, die hat mir ganz gut geholfen, wir fangen früh an, aber wir können auch früh aufhören. Und ich habe mich dann echt neulich erwischt, dass ich dann abends nach der Tagesschau nochmal runtergegangen bin und bestimmt nochmal 2 Stunden hier saß und weitergemacht habe. Ihr hört es mit der Uhr, die Therme läuft immer ab und zu. Aber die Türen sind weiß und das sieht jetzt schon so, so toll aus. Ich zeige euch jetzt mal was Schönes. Schaut euch das bitte einmal an. Unsere neue Dusche ist noch nicht ganz fertig, aber wie schön sieht das bitte aus. Da ist noch die Decke, die machen wir noch weiß natürlich. Aber es sieht einfach so, so toll aus. Ich könnte jetzt sogar in der Dusche vloggen. Ach, warte mal. Ja, okay, nee, hier ist nicht so schön. Aber ja, die Dusche ist fertig. Ich liebe es, das sieht so, so toll aus. Und wenn die Decke dann noch weiß ist, dann wird es richtig schön. Damit ihr auch mal was Schönes gesehen habt heute hier. Ich kann euch gar nicht sagen, warum ich gerade so ein Vlog-Laune bin, aber nutzen wir einfach die Chance und vloggen zusammen. Ich suche die ganze Zeit meine Mütze, weil ich mich jetzt mit euch einmal abschminken will. Das habe ich echt schon, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, oder? Ich suche mal kurz meine Mütze. Ich wollte mich einmal mit euch abschminken. Warum, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich habe gerade in Verwendung von Pyongyang Yule, heißt die Firma, so einen Abschminkbalsam. Ich benutze eigentlich immer den The Kanban. Aber ich wollte den jetzt einmal testen, weil der in diesem, ich glaube, im Yester-Adventskalender mit drin war. Und ich den ganz gerne mag. Das ist halt so eine feste Ölkonsistenz. Und das verreibe ich in meinen Händen und gehe dann über mein komplettes Gesicht. Und ihr seht sofort, es nimmt das Make-up komplett runter. Wie gesagt, meistens nehme ich den Kahnbaum einfach, weil ich liebe das von Jepola. Vielleicht ist es mal was Schönes, so eine kleine Self-Care-Routine. Wir machen jetzt mal eine richtige Self-Care-Situation. Abschminken, dann zeige ich euch meine Rotlichtmaske. So ein bisschen, so ein Pamper-Sunday. Heute ist auch Sonntag. So, und jetzt ist das schon alles richtig schön geschmolzen. Microfiber Multitool Mini. Dann nehme ich das erstmal ab. Der ist nämlich noch ein bisschen feucht. Und kann das alles mitnehmen. Und jetzt seht ihr mal, ich werde halt immer sofort rot, sobald ich mein Gesicht nur berühre. Mache das ein bisschen nass und nehme das erstmal ab. Und habe wirklich schon mal den großen Schmutz weg. Bei den Reinigungsschäumen, dadurch, dass die Dusche halt jetzt gerade nicht... Meistens schminke ich mich abends in der Dusche ab. Ich zeige euch gleich, was da steht. In der Dusche benutze ich meistens entweder den Double Bubble. Der ist jetzt aber leer. Und da habe ich noch das Vitamin C-Ding von L'Oreal. Oder, das ist auch krass, ach, das zeige ich euch mal. Also hier einmal Revitalift, dieses Vitamin C-Ding von L'Oreal, kennt ihr schon. Aber das ist mir heute zu viel, weil ich mich heute so oft geschminkt habe und aufgeschminkt und abgeschminkt und aufgeschminkt und abgeschminkt. Genauso wie das hier von Dermalogica, dieses Daily Milk Foliant. Großartiges Produkt, sind 74 Gramm mit drin, das ist schweinemäßig teuer, aber das hält halt wirklich Ewigkeiten. Also das habe ich bestimmt schon 2 Jahre. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Das ist von Milume Skincare. Bei denen war ich vor 2-3 Monaten in Hamburg auf dem Launch-Event. Das ist aber auch eher so ein Oil-Cleanser. Der schäumt halt gar nicht. Und große Liebe hier von No Cosmetics. Ansonsten, wie immer, Fenty Skin, der Total Cleanser. Aber mittlerweile habe ich einen neuen gefunden, der mir sehr, sehr gut gefällt. Vielleicht kennt ihr sie, Dr. Amy. Ist eine Ärztin und sie hat ihre eigene Skincare-Reihe herausgebracht.
diesen Total Cleanser. Ich mag den ganz gerne. Ganz toll. Ganz, ganz feiner Schaum. Schäumt richtig, richtig gut auf. Und dann arbeite ich das meistens hier einfach ein. Ich will heute auch nicht mein Foreo benutzen, den Luna, weil heute meine Haut echt gereizt ist vom ganzen Abschminken. Und dafür ist der sehr gut. Der ist Fermented Formulations, wurde fermentiert, ist mit Prä- und Postbiotika, Ceramiden, Aminosäuren und Allantoin. Mag ich wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ich habe gestern mit Emi kurz geschrieben. Also wir kennen uns nicht persönlich, ne? Aber ich habe sie einmal getroffen auf einer Veranstaltung. Da haben wir uns aber nicht unterhalten. Und dann hatte sie mich eingeladen für ihr Launch-Event. Da ist dann aber irgendwas schiefgelaufen. Und dann hat es nicht mehr geklappt. Und dann hat sie mich gestern gefragt, ob sie mir die Sachen schicken darf. Und da meinte ich, brauchst du nicht. Ich hab sie schon hier. Ich habe sie selber gekauft, weil ich das eigentlich ganz schön finde, sie da zu unterstützen. Und dann hat sie mich jetzt eingeladen mal auf eine Gesichtsbehandlung. Da freue ich mich sehr. Da nehme ich euch dann aber auch mit. Aber das wird, glaube ich, nicht mehr in diesem Vlog passieren. Microfiber Multitools. Immer. Seit Jahren. Ich weiß nicht, wie ich es vorher gemacht habe. So, und dann einmal waschen. Und dann habe ich mir bei Rossmann so eine Frottiertücher, heißen die, glaube ich, Waschlappen gekauft, mit denen ich mich wechsle ich jeden Tag aus. Und ich merke so einen krassen Unterschied mit meiner Haut, wenn ich einfach saubere Handtücher benutze. Ich will nicht, da habe ich mich neulich aufgeregt drüber, habe ich neulich so eine Werbung gesehen, die haben jetzt super innovativ einmal Tücher rausgebracht. Was für ein Quatsch. Es ist ja, kostet nicht nur super viel Geld, sondern ist auch super unnötig, jeden Tag so ein Tuch zu benutzen. Du kannst natürlich auch Kosmetiktücher nehmen, aber Kinder, kauft euch einen Waschlappen und dann trocknet ihr euch damit ab. Hier ist die Waschmaschine. Zack, rein und morgen wieder neues. Haut ist richtig, richtig schön sauber. Ich muss ehrlich sagen, das sieht richtig, richtig toll aus mit der Dusche. Ich freue mich, wenn auch die Decke weiß wird jetzt demnächst. Freue ich mich. Ich weiß noch nicht mit der Toilette, aber gut, okay. Das ist jetzt nicht meine Everyday Skincare Routine. Wir machen heute wirklich die Sonntag Skincare Routine. Und da starte ich mit, wo ist es? Ich habe das hier alles übrigens stehen. Wo ist es denn? Hier, der Toner von Fenty. Das ist die Reisegröße. Ich habe echt nichts mehr hier. Nehme ich ein bisschen. Das ist eine sehr exzessive Skincare Routine. Die sieht aber im Alltag ähnlich aus. Ich wechsle halt immer noch total gerne Produkte und ich fahre damit ganz gut. Ich weiß, dass viele immer sagen, man muss immer konsequent mit einem Produkt gehen, aber ich habe festgestellt, dass ich gerne mal ein bisschen rotiere, aber ein paar Produkte halt immer mit drin habe, wie beispielsweise das. Ich bin kein Skinfluencer, aber ich kann euch auch immer nur das mitgeben, was meiner Haut wirklich, wirklich gut tut. Und ich übertreibe natürlich auch, aber ich fahre halt gut damit, ne? Also manche würden sagen, ja, es ist viel zu viel, was du machst. Vielleicht, aber ich habe eine sehr, 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 sehr gute Haut. Nummer 2, Mist Have. Richtig, richtig schön und richtig krass. Das habe ich mir bei Amazon gekauft. Das ist so ein kleiner Face Steamer. Ich hoffe, ich denke dran, ihn euch zu verlinken. Falls nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das ist so ein kleines Ding, da machst du Wasser rein. Ich habe da gefiltertes Wasser reingemacht. Also wir haben so einen Wasserfilter oben, so Trinkwasser, der filtert das. Und dann habe ich das hier reingemacht. Und du drückst drauf und dann kommt hier so ein ganz feiner Nebel raus. Einfach für ein bisschen Feuchtigkeit. Meistens stelle ich mir den dann so hin. Egal, ich halte ihn jetzt einfach mal kurz. Das ist wirklich, wirklich gut. Der Nebel ist so fein, dass wenn du ihn einatmest, musst du wirklich husten. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann Serum oder so reinmacht. Ist jetzt alles richtig schön eingezogen. Schritt Nummer 1. Der nächste Schritt ist das hier. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich hab's euch. Das habe ich nicht gehabt. Aber als kleine Vorschau, was nächstes Jahr kommen wird. Dieses Jahr war viel Retinol und Vitamin C. Nächstes Jahr wird es Mikrobiom sein. Das Thema Mikrobiom von No Cosmetics, dieser Liquid Balancer. Drauf. Und dann lasse ich das Ganze wirklich lange, lange einziehen. Das klingt halt so extra, ne? Aber das ist irgendwie, es ist mein Job. Und mir macht das vor allen Dingen auch Spaß, einfach sich diese Zeit zu nehmen, um so eine Skincare zu machen. Ich lasse dann Zeit, dann gehe ich vielleicht noch mal kurz hoch, was trinken. Dann bereite ich vielleicht das Abendessen schon vor, dann mache ich weiter mit der Skincare. Das ist jetzt aber wirklich heute die Sonntags, ich übertreibe Skincare-Routine. Ich schön in die Haut. Und dann, das ist so krass, das Zeugs. Aber ich habe, also da habe ich noch keinen Unterschied gemerkt. Das ist dieses neue The Ordinary Soothing and Barrier Support. Dieses Pinke, ne? Das sieht halt einfach nur cool aus.
Das ist wirklich, wirklich pink. Ein bisschen. Um einfach das... Also die Reinigung ist natürlich doch immer so ein bisschen aggressiv, ne, und nimmt ja auch so ein bisschen das Mikrobiom der Haut wieder runter. Das lassen wir jetzt einfach mal ein paar Minuten drauf und dann geht's weiter. Währenddessen nehme ich einfach eine Rotlichtmaske einmal. Sieht immer total verrückt aus, aber ich schwöre drauf. Ich habe sie einmal hier für die Augen. Die ist von Current Body, glaube ich. Und dann habe ich nochmal so ein großes Face Shield. Das ist fürs komplette Gesicht. Ich mache das jeden Abend seit 3 Monaten. Und ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, weil ich natürlich kein... Es ist kein wissenschaftlicher Test. Das ist alles mein Empfinden. Ich habe das Gefühl, dass die Haut ein bisschen praller ist. Und ich meine, dass ich einen Unterschied sehe. Du musst es aber wirklich regelmäßig machen. Und ich finde, es ist einfach entspannt. Und ich mache es auch gerne auf meinem Kopf, weil ich ja so Probleme mit dem Haarausfall habe. Eigentlich ist ja heute Sonntag, ne? Da wäre jetzt das ja an der Reihe, das Amlaöl. Aber ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Das muss halt so lange auf dem Kopf sein und das riecht halt echt... Also es riecht gut, aber es riecht halt auch echt ein bisschen nach Chanel Nummer 5. Was ich als nächstes mache, ist Feuchtigkeit. Da mische ich den Liquid Hydrator und von Cosrx. Das, also erst den Liquid Hydrator und dann das Cosrx. Können wir jetzt schon machen. Ich mache das einmal kurz hoch. Schütteln. Das. Und dann weiter geht's. Und dann kann das richtig schön einziehen. Hier auch so ein bisschen am Hals. Weiter geht's. Hier der Big Booster von Uncorrupted Beauty. Ich mag den ganz gerne. Der ist mit 5% Niacinamid und 0,5% Salicylsäure. Ich nehme, du brauchst davon nur ein bisschen. Ich gebe das meistens wirklich nur hier in meinen Pornbereich. Oder wenn ich hier habe ich beispielsweise, wo ist er denn? Da, ein Pickelchen. Da, wo ich vergrößerte Poren habe, wo ich vielleicht mal ein Pickelchen bekomme. Auch hier so Rasurbrand. Super, super gut. Der, also wenn du so wirklich unreine Haut hast, ist der grandios. Genauso wie die Augencreme. Ich liebe die, weil die so richtig schön reichhaltig ist. Schau dir das an. Oh, eine ganz, ganz dicke Creme unter die Augen. Ich übertreibe unter meinen Augen immer. Und den Rest nehme ich einfach auf die Lippen und jetzt einfach so ein bisschen einklopfen. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Ich teste gerade noch für abends eine Creme, obwohl ich sie eigentlich nicht testen möchte, weil ich weiß nicht, was sie kostet. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich habe ja hier von Orveda, da habe ich ja damals dieses Healing SAP gekauft, weil ich die Tester so toll fand. Und ich liebe das Produkt immer noch, aber das benutze ich wirklich nur, wenn ich wirklich eine super, super unruhige Haut habe, weil es einfach schweineteuer ist. Und dann habe ich neulich eine E-Mail bekommen, ihre Bestellung ist auf dem Weg zu ihm. Ich dachte, was habe ich denn bestellt? Ich habe nichts bestellt. Dann haben die mir einen Tester geschickt von der La Crème Brasserie Rich, Rich Brew Cream. Ich will nicht wissen, was sie kostet. Wahrscheinlich 300 Euro. Das gebe ich nicht für eine Creme aus. Aber wenn sie als Tester, ich bin normaler Kunde da, ne? Ich wünschte, sie hätten mir die, ich hätte die Kollektion hier, weil ich die Produkte wirklich sehr, sehr spannend finde. Aber als Tester, ganz schön. Ich sehe jetzt aus wie so ein kleiner Speckmaus. Später kommt noch ein Öl rauf und dann könntest du mich auch eigentlich frittieren. Das war eine sehr ausgiebige Skincare-Routine heute. Ich werde mich jetzt gleich nochmal oben aufs Sofa setzen. Dann mache ich diese große LED-Maske einfach, dass das alles richtig schön einziehen kann. Meistens mache ich hiervon noch eine zweite Runde. Und dann haben wir morgen eine babyglatte, frische Haut. Guten Morgen, ihr süßen Mäuse. Hello. Mir geht's heute deutlich, deutlich besser. Manchmal, ja, ihr kennt das alle, ne? Manchmal hat man einfach so einen Tag, da geht's einem nicht so gut, da ist man einfach nicht so gut drauf, da möchte man einfach am liebsten im Bett bleiben und am nächsten Tag ist alles wieder gut. So, auch heute. Ich habe mich gerade mal so ein klitzekleines bisschen fertig. Jetzt ist noch super, super früh. Jetzt 6.40 Uhr schon. Ich habe mich schon so ein bisschen fertig gemacht, denn ich will schnell einkaufen gehen. Wir haben gestern, oh, da war ich ein bisschen traurig, dass Sonntag ist. Ich war neulich bei Rewe und habe so eine vorgebackene Pinsa. Nicht Pizza, sondern Pinsa. P-I-N-S-A. Die war so, ja, sah so ein bisschen aus wie Roggenbrot. Recht länglich. Und die habe ich einfach, ich habe einfach passierte Tomaten, Knoblauch, Salatkräuter, Salz, Pfeffer, Salami und Büffelmozzarella drauf gemacht. Und das war so lecker. Und ich dachte eigentlich, das reicht für uns abends. Natürlich nicht. Und es war so, so gut, dass wir das heute nochmal essen wollen. Also wirklich, es war so
Es gibt manche Gerichte, die sind lecker, aber das war wirklich krass. Und ich brauche dringend Kaffee und Milch, denn diese Woche geht's hier ja weiter. Heute kommt meine Mama und ihr Freund. Ihr Freund hat uns ja die Dusche gemacht. Und werden die Armaturen angebracht. Morgen kommt die Batterie ran, da muss dann aber der Rohrleger noch kommen und das irgendwie alles verlängern. Und dann geht es auch morgen los. Eigentlich sollte es heute losgehen mit der Gastherme. Ihr hört sie, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber es regnet. Und wenn es regnet, können die Jungs nicht aufs Dach. Morgen soll es nicht regnen. Dafür wird es übermorgen 0 bis minus 3 Grad kalt. Und wir haben dann 2 Tage keine Heizung und kein warmes Wasser. Es wird also eine freudige Aktion diese Woche. Ich habe den Vlog auch schon so ein bisschen geschnitten. Bin auch überrascht, wie lang der schon geworden ist. Aber ich wollte mit euch nochmal ganz kurz was besprechen. Habt ihr Lust darauf, dass ich eher mehrere kürzere Vlogs mache oder ein sehr, sehr lang, so eine Stunde oder so? Also der geht ja jetzt hier auch schon eine halbe Stunde knapp. Oder wirklich so eine Stunde. Und dann wollte ich euch fragen, wie eure Zeiten so sind, weil ich hätte richtig, richtig Lust darauf, auf YouTube auch mal live zu streamen. Vielleicht morgens einfach so ein Beauty-Brunch mit Maxim, dass wir uns morgens oder vormittags, können wir auch am Wochenende machen, zusammen hinsetzen und einfach uns fertig machen. Ich quatsche ein bisschen, ihr könnt Fragen stellen, ich schmink mich dabei oder halt auch nicht, je nachdem, was gerade so ansteht. Mal so ein Beauty-Brunch, da hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Vielleicht ist es ja was für den Kanal. Ich probiere ja eh gerade einfach ein paar neue Sachen auszuprobieren, aber da bin ich natürlich auf euer Feedback angewiesen. Ich glaube, diese Methode heißt Demi Method, die ich gemacht habe. Ich liebe das, ne? Ich gehe einfach mit Bronzer hier hin und dann nur ein bisschen Spot Concealer auf die Augenringe. Ist ein super natürliches Make-up und ich bin ehrlich, ich mag es eigentlich ganz gerne. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich werde jetzt gleich losgehen. Danny muss heute auch früh los. Später kommt ja dann Mama. Bis dahin muss ich dann aber wieder da sein. Guten Morgen. Oh, la 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 la. Mittwoch, 6.26 Uhr. Ich sehe noch ein bisschen müde aus, das beheben wir jetzt aber gleich. Ich muss mich ein bisschen sputen heute, weil gleich kommen die Jungs für die Heizung wieder. Und die haben gestern echt viel Krach gemacht, aber es ist so krass, ne? Die haben einfach diese alte, 30 Jahre alte Therme rausgekriegt. Zu dritt gerade so. Mussten dann die Wände aufstemmen, weil sie natürlich neue Rohre verlegen mussten. Und waren von 9 bis 18 Uhr auf jeden Fall hier. Heute geht's weiter. Es ist bitter, bitter kalt. Wir haben nämlich heute minus 3 Grad draußen. Hier drin sind es, glaube ich, 14 oder so. Das geht jetzt mal einen Tag. Ich hoffe aber, dass wir heute Abend wieder warmes Wasser haben und vor allen Dingen Heizung haben. Ich drehe jetzt schnell eine Runde. Eine Foundation wollte ich testen, die ich mir neulich bestellt habe. Asam hat die Serum Foundation wieder rausgebracht. Und ich habe eine neue Videoreihe, die ich gerne machen würde. Und das ist Make-up Masterclass mit Maxim, weil, so ein bisschen eigennützig, ich jeden Tag Nachrichten bekomme, hey, kannst du mir mal zeigen, wie man das macht? Kannst du mir mal zeigen, wie man das macht? Und weil ich natürlich nicht immer allen alles einzeln erklären kann und vor allen Dingen das ja auch immer nicht schaffe und ich aber trotzdem möchte, dass alle einen Mehrwert aus den Videos mitbekommen, dachte ich mir, mache ich einfach mal wirklich eine Videoreihe. So richtig Oldschool YouTube wird wahrscheinlich nicht so laufen wie ein normales Neue Limited Edition oder so, das ist mir aber egal. Ich bin eh von diesem Anspruch weg, dass alle Videos super, super gut laufen müssen, sondern wenn es nur 100 Leuten geholfen hat, irgendetwas zu verändern oder irgendetwas zu lernen, dann ist das alles richtig. Deswegen drehe ich jetzt da ein paar Videos hintereinander weg, dass ich die dann nachher schneiden kann, wenn die Jungs da sind. Ich habe gestern schon richtig Contouring-Auftragen gemacht, jetzt mache ich einmal richtig Augenbrauen und richtig Blush-Auftragen. Dann drehe ich die Foundation-Review zwischendrin, das passt nämlich ganz gut. Ich probiere, das werde ich nie vergessen, ich habe vor 5 Jahren oder so, ach, ja doch 5 Jahre, kann schon sein, Melina ist jetzt glaube ich 4, ja, mich mit Kisu getroffen und da war das hier noch nicht alles so wie es heute ist bei mir, ne? So mein Job. Und Kisu hat gesagt, sie sieht wie, also Kisu kennt ihr bestimmt, wie viel ich mache, aber sie gibt mir den Tipp, arbeite smarter und nicht harder. Work smart, not hard. Und das hat sich so eingeprägt bei mir, dass ich das wirklich seither mittlerweile mache, dass ich probiere, vieles zusammenzufassen. Wenn ich jetzt eine Foundation Review drehe, dann muss ich ja vorher meine Augenbrauen machen. Dann kann ich das natürlich gleich mitfilmen. Und damit ich das Make-up fertig machen kann, brauche ich ja auch Blush. Also kann ich das gleich im Anschluss mitmachen. Und so habe ich in einem Video 3 Stück gemacht. Also sehr, sehr smart. Das will ich heute machen. Ansonsten ist ja auch noch Black Week. Da habe ich irgendwie noch gar nichts gemacht. Das ist natürlich immer super, super ärgerlich.
was heißt ärgerlich? Ne? Man verpasst halt ganz viel, weil da natürlich super viele Angebote sind. So ein paar habe ich euch schon gezeigt, aber ihr findet ja generell immer unten in der Infobox meinen Link zu Amazon und da gibt es dann alle Black Deals. So, das habe ich gemacht. Ein bisschen Color Corrector ist drauf. Licht einmal an. Genau, so ein bisschen Schnuppi, ne? Und dann kann es eigentlich losgehen, ihr süßen Mäuse. Ich zeige euch nochmal schnell, wie es aussieht da hinten, weil das ist wirklich... Es ist nicht so schön. Habe ich euch eigentlich schon mal so mein Studio gezeigt? Ja, ne? Klar. So, wir gehen einmal hier lang. Licht an. Guten Morgen. Hier ist... Eigentlich war das mal ein Werkzeugkasten. Mittlerweile ist es der Putzschrank, Klopapierschrank, Küchenrollenschrank und Backup-Schrank. Hier habe ich halt so ein paar Sachen drin, die in der Make-up-Sammlung keinen Platz haben. Backups von meinen Produkten. Hier ganz viele Backups von meinen liebsten Hautpflegeprodukten. Eine komplette Kiste, weil mir immer nicht geglaubt wird, dass ich die Sachen benutze. Doch, schaut euch das an. Ich habe sogar Backups, weil ich Angst hatte, dass die Sachen irgendwann aus dem Sortiment genommen werden von der Vitamin-C-Reihe. Eine Yepoda-Backup-Kiste. Und so ganz viel Zeugs, ne? Aber das wollte ich euch jetzt gar nicht zeigen. Sondern das Schlachtschiff ist hier. Das ist mittlerweile schon die neue. Die sieht... Natürlich, jetzt ist sie noch nicht verkleidet, wird noch angeschlossen, aber die mussten halt hier wirklich alles aufbrechen und aufstemmen, die ganze Wand, weil das alles, es war nur so ein ganz, ganz kleines Loch und damit das neue Ding hier passt, mussten die das alles aufbrechen. Ist super, super spannend, ne? Schauen wir mal rein. Achso, da geht's hoch. Zum Kamin, glaube ich. Ah ja, okay. Ja, also das war gestern hier wirklich... Wirklich wild, aber es ist jetzt einmal 3 Tage lang schrecklich und dann geht's wieder. Ich bin ja so eine Maus, ne? Mich macht das wirklich fix und fertig, wenn es unordentlich ist. Ich kann das nicht. Klar, ich bin auch nicht die ordentlichste Maus, aber so eine Grundordnung und so eine Grundsauberkeit brauche ich halt immer. Und wenn hier überall irgendwas rumsteht, dann ist das für mich immer ganz, ganz schrecklich. Aber ich muss sagen, die Jungs haben wirklich, bevor sie gegangen sind, alles aufgeräumt und sogar sauber gemacht. Also großartig. Das soll jetzt gleich nochmal gemacht werden. Um 9, glaube ich, kommen sie heute. Das heißt, ich habe jetzt noch 2,5 Stunden Zeit, das alles fertig zu machen. Freitag hat meine Oma Geburtstag. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ihr das Video seht. Na, eigentlich sollte das gar nicht so ein langes Video werden. Aber schauen wir mal, was wird. So, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Ich drehe jetzt meinen Vlog. Nicht den Vlog. Quatsch. Hier, Maxim, das Tutorial. Ich habe mich heute wahrscheinlich wirklich nur hier zu Gesicht. Aber kurze random Empfehlung. Weil es ja wirklich sehr, sehr kalt ist. Mir ist heute so kalt, aber wahrscheinlich ist es, ne, weil ich weiß, die Heizung geht nicht, ich habe kein warmes Wasser. Ich konnte mich nicht mal gerade abschminken mit warmem Wasser. Meckern auf hohem Niveau, I know. Aber ich habe im Kleiderschrank diesen Pulli hier gefunden. Das ist so, was ist das, so Teddy von Skims. Habe ich letztes Jahr gekauft, ist mir leider ein bisschen zu eng am Hals. Ich mag das nicht, wenn das so super eng ist. Das ist halt Polyester, ne, aber Plastik, das eine Klasse ist schön warm. Ich habe nichts drunter, dadurch ist es sehr schön angenehm warm. Ich mache mich jetzt einmal schnell ein bisschen frisch. Ich benutze keine Foundation heute. Ich gehe einfach direkt mit Bronzer übers Gesicht. Ich bin so blass geworden in den letzten Wochen, dass es wirklich, wirklich bemerkenswert ist. Deswegen einfach ein bisschen Bronzer ins Gesicht. Aber ich habe oft das Problem bei Self-Tans, dass ich im Gesicht, im Körper mache ich es nicht, da siehst du es eh nicht. Im Gesicht brauche ich es immer so ein bisschen, weil ich da so schnell blass werde, dass ich dann so kleine Pickelchen bekomme. Und darauf habe ich ehrlich gesagt nicht so eine Lust. Frühstück, ich habe auch ehrlich gesagt, wir haben gestern Abend noch einen Ofenkäse gegessen. Na, eigentlich wollte ich abends nicht mehr so schwer essen, aber wir hatten irgendwie beide Lust drauf. Und dann haben wir die noch gemacht. Ich glaube, dann gibt es heute Morgen nur ein paar Haferflocken mit Apfel. Ja, der Traum von der Neuheitssong verschiebt sich noch ein bisschen. Es ist zwar mittlerweile sehr, 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 sehr warm hier drin. Allerdings ist es noch nicht ganz fertig. Ist so ein kleines Problem mit dem Schornstein. Die Therme hat nicht genug Luft, deswegen ist jetzt die Verkleidung noch ab. Und vielleicht wird das Ganze heute nochmal komplett demontiert und abgerissen. Irgendjemand muss auch nochmal in den Schornstein klettern. Und nicht in den Schornstein, auf den Schornstein klettern und kontrollieren. Ja, aber wir konnten gestern wenigstens duschen und... hatten es schön warm und gemütlich. Eine Sache wollte ich mit euch noch besprechen, denn ich habe es jetzt endlich festgelegt. Am 1.12. dieses Jahr, 23, kommt endlich Nice Beauty Online, meine neue Marke.
beziehungsweise die Schwester von Magiamo, die handgemachten Produkte für die kleinen Homespa-Momente. Das ist alles handgemacht und ich wollte mit euch einmal jetzt schon drüber reden, bevor ich es dann beim Launch-Video irgendwie vergesse oder ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Launch-Video mache. Das sind alles handgemachte Produkte aus Brandenburg. Alles sehr, 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 sehr unterschiedlich. Jedes Produkt sieht anders aus, sind handgemachte Produkte, sind sehr ergiebig. Deswegen lasst euch von der Größe des Produktes nicht verunsichern. Sie sind sehr ergiebig und ich bin sehr, 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 sehr stolz drauf, weil es einfach für mich auch nochmal ein Schritt in eine andere Richtung ist. So ein bisschen weg von diesen sehr, sehr schnelllebigen Sachen. Alles, was so heute ist es trendy und morgen interessiert schon wieder nicht mehr. Das sind Klassiker, das sind Produkte, die meiner Herkunft entsprechen, alles sehr ja persönlich und hat mir sehr viel Freude bereitet, die Produkte auszutesten. Ich würde mich riesig freuen für über eure Unterstützung am 1.12. Das sind sehr süße Weihnachtsgeschenke. Ich habe jetzt auch die Preise festgelegt. Zwei Produkte kosten 6,99, ein Produkt kostet 8,99 und das andere kostet, glaube ich, 10,99. Also alles deutlich günstiger als die Tools, die wir haben. Das sollen keine Produkte sein, die das mir mein Anspruch war für diese Produkte, dass ich das verwirklichen kann und damit es nicht zu teuer ist und damit jeder so ein bisschen was von diesen 5 Minuten am Tag haben kann oder diese kleinen Momente im Alltag haben kann, habe ich wirklich das so günstig gemacht, wie es wirtschaftlich, also es geht wirtschaftlich nicht, aber es war mir wichtig, dass es so günstig ist, gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Deswegen würde ich mich riesig über euren Support freuen. Das an dieser Stelle einmal gesagt. 4 Produkte wird es geben. Limone Siciliano, Fiore di Lavanda, Lavendelblüte, Naturale Sole und Di Profumo Doccia. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Wird am 1.12. online sein. Und ich freue mich sehr. Ansonsten würde ich den Vlog an dieser Stelle tatsächlich auch schon beenden, weil er schon wirklich sehr, sehr lang ist und er, ich glaube, morgen online kommen soll. Diese Woche war ja eine Videowoche und waren sie sehr, sehr viele Videos. Aber ich freue mich drauf. Habt einen wunderschönen Tag. Ich setze mich gleich wieder auf den Boden und mache das nächste aussortierte Video. Dafür brauche ich die Kamera und die Speicherkarte. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.